Tierfreundinnen und Tierfreunde. Die heutige Vermittlungsnachricht ist nicht so schön. Die beiden Chinchilla-Böckchen, vorgestellt am vergangenen Freitag, haben leider keinen Interessenten gefunden. Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht finden sie ja nach der dritten Vorstellung ihr Zuhause. Heute stellen wir die kleine Mischlingshündin Frieda vor, die in der vergangenen Woche in der Ölheberstraße in Gotha gefunden wurde. In der Arche Noah kennt man ihren Namen, weil das Hündchen einen Chip hat, auf dem man ihn ablesen kann. Der Chip ist auch bei einem Tierregister gemeldet, aber den Besitzer kann man trotzdem nicht ermitteln. Denn Hundebesitzer können auf dem Anmeldeformular ankreuzen, dass ihr Name und Adresse aus Datenschutzgründen nicht genannt werden dürfen. Es gibt auch immer wieder Fundhunde mit Chip, der bei keinem Tierregister angemeldet ist. In solchen Fällen kann man den Hundebesitzer natürlich auch nicht ermitteln. Frieda ist zwar registriert, jedoch nützt die Anmeldung nichts. Nun hat die kleine Frieda ein Problem und ihre Besitzer wohl auch. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass Frieda auf diesem Weg von ihren Besitzern, deren Freunden oder den Nachbarn erkannt wird. Denn die kleine Hundedame fühlt sich in der Arche Noah überhaupt nicht wohl und bekundet es mit ständigem Bellprotest. Diese Aufregung ist sicher nicht gut für Frieda, denn sie ist nicht mehr ganz gesund. An ihrem Gesäuge hat das Hündchen Tumore, das scheint sie aber noch nicht zu beeinträchtigen. Sie ist noch sehr mobil. Auch zu fremden Menschen ist Frieda sehr lieb und nett. Man merkt ihr allerdings an, dass sie ständig auf Alarm ist und auf ihre Menschen wartet. Es wäre für Frieda ganz wichtig, wenn sie von ihren Besitzern oder deren Umfeld erkannt würde, damit ihre kleine Hundewelt wieder in Ordnung kommt.